Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Fleecy Bundle von Flair. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Fleecy von Flair, das ganze Jahr in verschiedenen Varianten erschienen. Einerseits als Bundle-Version, andererseits als Box und natürlich als reguläres Album. Die Box habe ich euch bereits vorgestellt, deswegen machen wir heute das Bundle. So, wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, rein vom ersten Eindruck finde ich das Ganze schon sehr spannend, denn ich habe mir schon diverse Videos angeschaut bzw. Fotos gesehen von diesem Bundle. Und die waren teilweise anders gestaltet. Also es gab einerseits dieses Bundle, so wie ich es hier habe, in weiß. Und dann gab es die Bundles in diesem schlichten Braun, in dieser typischen Kartonfarbe. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob jetzt die einen irgendwie nur über Amazon gemacht wurden. Und die weißen, ich muss sagen, das habe ich im Müller gekauft, dieses Bundle. Deswegen eventuell sind die beim Mediamarkt Saturn und Müller Innenläden weiß gewesen und online über Amazon in diesem Kartonbraun, keine Ahnung. Also wo da der Unterschied liegt, vom Inhalt her, glaube ich, sind sie gleich. Die Gestaltung eben in weiß. Wir haben hier diesen Aufkleber Fleecy Bundle, Verbraucherhinweis. An der Seite den Barcode, ansonsten nichts weiter zu sehen. Das Ganze lässt sich dann hier öffnen. Okay, doch, hier drinnen gibt es noch einen Unterschied, denn die Handschuhe hier kommen in Rot und die habe ich auf Amazon bzw. bei Flair meines Wissens in Schwarz gesehen. Also, es gibt einerseits Unterschiede von der Verpackungsfarbe und andererseits auch von den Handschuhen. Gut, nicht weiter schlimm, wir machen das Ganze mal aus der Verpackung. So, das sind einmal die Handschuhe. Nachdem das Album auch noch verpackt ist, wir haben hier noch einen Sticker. Hier lesen wir Fleecy Limited Edition 20.000 Exemplare inklusive 17 Tracks und alle Instrumentals. Gut, das hatte Flair ja angekündigt, dass heutzutage die meisten Leute nur noch streamen und Digitalmusik konsumieren. Und deswegen hat er, abgesehen von Bundle und Box, wo natürlich das Album auch in dieser Premium-Variante drin ist, auch die regulären Alben auf 20.000 Stück beschränkt. Bedeutet, wir haben hier ein Digipack und auf der Rückseite, hier sehen wir es, ist das Ganze durchnummeriert. Also von 20.000 Stück ist das hier 8.838. Auf der Front sehen wir Flair in dieser übergroßen Jacke im Rolls-Royce sitzen. Hier unten links haben wir den Verbraucherhinweis auf Englisch. Fleecy lesen wir hier. Wir haben es zu tun mit einem Digipack. Dann haben wir hier die Tracklist, 17 Stück an der Zahl und jede Menge Features. Wir haben Features von Rick Ross, das einzige Army-Feature, Farid Bang, Azad, Nemo, Shen, also ehemals Jihad, Jalil, Prince P, Remo, Sinan G, Remo plus alle Instrumentals, Credits und Barcode. Geht dann hier auf. Hier lesen wir auch nochmal Premium Edition. Und hier in der Mitte haben wir dann das Booklet. Hier haben wir wieder diverse Fotos von Flair und natürlich die Infos zu den einzelnen Tracks. Wer war daran beteiligt? Wer hat das Ganze produziert? Flair im Trainingsanzug. Diese Fotos wieder in dieser verwischten Optik, wie wir es schon von Vibe kennen. Und hier natürlich nochmal die Beteiligten des Albums im Überblick. Fleecy. Okay, auch hier wieder Flair im Auto sitzend. Machen wir das Booklet wieder rein. Die CD, die Album-CD sieht so aus, in schwarz. Hier lesen wir in weiß Fleecy rundherum, Fleecy, Fleecy, Fleecy. Und die Instrumental-CD, genau umgekehrt wie die Album-CD, in weiß mit schwarzem Aufdruck. Auch hier wieder Fleecy, Fleecy rundherum. Schönes Digipack.
Und dann haben wir die Maskulin-Boxhandschuhe, diese in Rot, Schwarz und Weiß gehalten. Sehr gelungene Farbkombination, also ich muss sagen, die roten gefallen mir deutlich besser als die schwarzen. Die waren meines Wissens nur in Schwarz und Weiß, dieser in Rot, Schwarz und Weiß finde ich sehr gelungen. Es gab ja schon des Öfteren Boxhandschuhe, Contra K hatte mal Boxhandschuhe in seiner Box, Safir hatte Boxhandschuhe und jetzt haben wir sie auch von Flair bzw. Maskulin. Also, schöne Boxhandschuhe, hier groß das M von Maskulin und dann hier unten auch nochmal Maskulin zu lesen. Schön vernäht das Ganze, gute Arbeit und das Ganze dann hier mit so einem Knoten, mit so einer Schnur hier verbunden und eignet sich natürlich gut, um es eventuell irgendwie am Auto, also im Auto, am Rückspiegel festzumachen, innen oder zu Hause, wo auch immer ihr Verwendung dafür findet, könnt ihr das natürlich dann festmachen. Gut, wir fassen noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal dieses Paar Boxhandschuhe, diese zwei Handschuhe hier. Wie gesagt, meines Wissens ist es Zufall, ob rot oder schwarz. Und natürlich das Album an sich im Digipack inklusive Instrumentals. Das alles in diesem wunderbaren Bundle Fleazy von Flair. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Flair unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.